Ja, jetzt haben wir hier Frank Wendler, der echte Wendler, vor mir stehen. Hallo Frank, wie geht's dir? Ja, mir hoffentlich genauso gut wie dir. Ja. Soweit alles gut. Also mir geht's gut. Deswegen, dann denke ich, dann geht's dir sicher auch gut. Und du warst ja jetzt, hattest jetzt schon deinen Auftritt gehabt. Wie war er? Ja, hervorragend. Also die Leute haben den neuen Song angenommen und ja, ich war auch sehr neugierig darauf, wie das alles so läuft. Ja, ein neuer Song ist immer eine Herausforderung. Nur ich war, wo ich den Angebot bekommen habe von Oliver Deville, sofort spontan begeistert auf diesen Song, weil er hat so viel Narben bringen. Glück ist eine ganz tolle Geschichte, eigentlich so von einem Kind bis zum Erwachsenen. Das hat mich schon fasziniert und die Art der Musik ist nicht der sehr typische Schlager, sondern ein bisschen anders angelegt. Muss man ein bisschen dran arbeiten, um sich den drauf zu schaffen, aber hatte echt Spaß gemacht, ja. Das heißt, ein bisschen anders angelegt? Ja, so musikalisch, sage ich mal. Ist also nicht dieser ganz typische Schlager, wie man ihn herkömmlich kennt, sondern von der Musik her ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber er ist nicht typisch Schlager, wie man ihn kennt, sondern von der Musik her, ja, das geht schon Richtung Pop-Musik, sage ich mal. Und ja, ich finde es total super. Es ist trotzdem voll tanzbar. Das ist das Schöne daran, ja. Und ja, ist eigentlich auch ein Song zum Zuhören, sage ich mal, ja, damit man mal die Geschichte hört. Und trotzdem hat er dieses typische, wenn einer nicht unbedingt hören will, nur tanzen will, das funktioniert auf jeden Fall auch mit der Musik. Also da hat der Komponist, der Oliver Deville, wirklich gute Arbeit geleistet. Und der Texter war Michael Bär, also ein neuer, der sich jetzt auch im Texten versucht, Musiktexte zu schreiben. Und ja, also ich fand es total super. Er war auch begeistert, als er den Song dann fertig gehört hat. Er war auch seine Feuertaufe heute. Und von daher sind wir alle sehr zufrieden. Das heißt, wenn es jetzt so in eine andere Richtung geht, willst du deinen Musikstil, deine Musikrichtung wechseln? Nein, nicht jetzt unbedingt wechseln, aber ich bin immer schon so ein Typ gewesen, der alles ausprobiert und ich eigentlich ja, da pflegeleicht drin bin. Ich sag mal immer, alles was Spaß macht, kann man dann auch mal machen. Und der Song hat wirklich viel Spaß gemacht, auch die anderen, die ich früher gemacht habe. Die sind genauso gut. Da gibt es zum Beispiel jetzt schon wieder In der Hölle, den ich ja zuletzt veröffentlicht habe. Da wird es jetzt 3 Remixe geben, die sind so gut wie fertig. Machen wir ein kleines Video zu. Und da war ich auch sehr überrascht, was Menschen so machen können, ja, aus einem Song. Ja, 3 Arten von Musikrichtungen zu kreieren. Und einen wollte ich vorhin machen, hat ja leider nicht funktioniert, kam leider der falsche Titel, aber nichtsdestotrotz wird es auch noch sehr interessant. Gibt es dann in Balladenversion, einmal so Richtung Ballermann-Version und eine Club-Version. Und da war ich auch sehr überrascht, was man da alles so machen kann. Es gibt Menschen, die haben ein tolles Gespür, ein tolles Handwerk. Also einfach überraschen lassen. Das kommt noch. Also quasi ein Song und 3 verschiedene Musikrichtungen. Und wann genau kommen die dann raus? Ja, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass so diese letzten Master, also quasi gemastert werden. Und sobald die dann fertig sind, damit ich die als Vorlage habe für Video, werden wir noch ein Videodreh dazu machen. Und ja, ich denke mal, in den nächsten Wochen wird das auf jeden Fall über die Bühne gehen. Also da freue ich mich auch riesig drauf, weil das ist einfach Bombe geworden. Ich bin total geflecht, wo ich das gehört habe. Ja. Also da kommt noch was Schönes für euch. Und dann, wo finden dann die Videodrehs statt? Ist das dann auch schon in Planung? Oder ich meine, du warst ja jetzt auf Mallorca, Gran Canaria, warst ja echt wirklich auch wieder überall unterwegs gewesen. Ist da schon irgendwas in Planung? Ja gut, für Narben war ja auch so ein Videodreh, aber das war auch noch nicht so das Nonplusultra für diesen Song Narben. Und dann kam das so kurz entschlossen, dass wir dann selber eben halt was anderes gedreht haben. Ein bisschen passend so zur Thematik haben wir dann im Landschaftspark in Duisburg gedreht. Ist eine ganz tolle Kulisse da und ja, das Video wird, denke ich mal, ab morgen dann auch zu sehen sein. Sollte eigentlich schon heute, aber ab morgen soll es dann irgendwann laufen, kann man sich dann anschauen. Ja, und für die Hölle, naja, bietet sich eigentlich fast wieder die ähnliche Kulisse an. Es ist so groß, das Gelände da, ja, und ich bin schon wieder in der Hölle. Ja gut, kann man ja so oder so interpretieren, sage ich mal. Und deswegen werden wir noch überlegen, aber es könnte durchaus sein, dass wir das ja auch nochmal machen, ja.
Und gibt es denn sonst noch neue oder andere Pläne, außer jetzt die drei Songs noch? Ist auch privat irgendwas bei dir oder was kann man von dir dann 2024 noch so erwarten? Naja, ich bin noch verheiratet. Ich bin auch ganz glücklich damit und ja klar, man hat immer viele Ideen. Also ich bin ja da auch sehr flexibel, mache verschiedene Sachen auch im TV, war jetzt die Tage wieder bei einem Dreh für Strafgericht und ja, und da, ich habe da noch so ein paar Sachen liegen, die noch so, zu bearbeiten sind, also auch so ein bisschen Fernsehwerbung und andere Sachen. Mit der Musik natürlich haben wir da auch schon den ein oder anderen Titel noch im Auge, der da wahrscheinlich kommen wird auch. Und naja gut, und auch hier mit meinem Kollegen Markus Simons, ja, da wird es auch noch was Neues geben. Liegt schon länger da, wir sind nur noch nicht dazu gekommen, das fertig zu machen. Also es ist noch einiges auf dem Weg, sage ich mal. Ja. Also es kommt keine Langeweile auf für mich. Ja. Es macht mir eben Spaß und nur deshalb mache ich das. Ja. Das ist auf jeden Fall super. Du hast es ja jetzt eben schon erwähnt, Markus Simons, du trittst ja heute auch nochmal mit ihm als Duo wieder auf. Und ich muss ja sagen, also von euren Klamotten her hat sich das ja wirklich alles sehr verändert. Früher war es ja wirklich nur einfach bunt und schrill und jetzt dann doch ein bisschen gediegener. Wie kam es denn dazu? Ja gut, jetzt hat sich das ja nun mal für heute mal so ein bisschen anders entschieden. Klar haben wir auch kleidungsmäßig da eine Entwicklung gemacht. Das hat sich damals so ergeben, dass das überhaupt funktioniert hat, ist ja auch ein kleines Phänomen. Mit dem Markus, die Geschichte mit Laila fing ja alles an, den zu covern aus der Bierlaune heraus. Und naja, dass sich das so jetzt entwickelt hat, hätte ich ja auch nicht gedacht. Dann haben wir ja noch einen gecovert und einen neuen Song gemacht damals, Wir sind der Sommer, auch von Oliver Deville. Auch ein sehr, sehr schöner Song. Es kommt noch weiteres und ja gut, outfitmäßig haben wir uns natürlich wieder verändert, aber das war ja eigentlich auch so die Idee von mir damals, so ein schrilles Outfit zu machen, aufzufallen und naja gut, viele andere Künstler machen auch, ist eine Duo-Geschichte, ist das was anderes als das, was ich solomäßig mein Leben lang schon mache, seit 30, 35 Jahren und ja, war einfach ein Experiment, war ein Joke und naja, und es läuft immer noch und wir schauen mal, wo es weiterhin läuft. Die Menschen finden es gut, was wir machen, wie wir auftreten, wie wir uns quasi auf der Bühne verkaufen. Ja, was will man mehr? Es hat sich so ein bisschen als Selbstläufer entpuppt, sag ich mal. Markus macht jetzt selbst auch eine eigene, versucht jetzt halt mal eine eigene Single zu machen und so weiter. Ja, man muss mal sehen, ja, so ist jeder irgendwo für sich beschäftigt und auch zusammen und von daher ist eigentlich alles gut, ja. Das hört sich ja gut an, ist auch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich meine, du trittst ja jetzt nachher nochmal auf mit Markus zusammen und da wünschen wir dir natürlich ganz viel Spaß und sind auch gespannt, was 24 noch alles so von dir zu hören ist und ja, bedanken uns für das tolle Interview und heute Abend nochmal ganz viel Spaß. Ja, ich bedanke mich auch. Schöne Grüße an alle, die mich noch nicht kennen und von daher alles gut. Es kann ja nur mehr werden. Einen schönen Abend noch. Ciao. Ciao, danke.